Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir fangen eine neue Vorlesungsreihe an, und zwar Chemie. Dort habe ich dann schon zwei Naturwissenschaften abgedeckt. Wir fangen natürlich hier an mit den Grundlagen. Und ja, Chemie, ganz einfach gesagt, ist ja die Lehre von der Umwandlung von Stoffen. Und ehrlich gesagt, Chemie ist überall um uns herum. Wenn wir atmen, betreiben wir irgendwo auch Chemie. Wenn wir Stoff wechseln, dann betreiben wir Chemie. Explosion, Chemie. Herstellung von Sachen, Chemie. Metalllegierung, Chemie. Alles ist Chemie. Denn unsere ganze Welt ist im Wandel. Das sagt man gerne politisch. Aber die Welt ist auch naturwissenschaftlich im permanenten Wandel. Denn dauernd werden Sachen in andere Sachen umgewandelt. Und genau genommen spricht man hier von elementaren Umwandlungen. Wenn wir einen Stoff in einen anderen Stoff umwandeln, dann passiert das in der Regel immer mit energetischen Veränderungen und auch mit Veränderungen des Aufbaus der Moleküle, also des Stoffes. Wobei in der Natur es quasi immer die Entropie vorherrscht, das heißt das Chaos. Denn es ist nun mal so, in der Natur strebt jede Verbindung zur energieärmsten Form an. Das heißt, energiereiche Verbindungen neigen dazu, in energieärmere Verbindungen oder Stoffe zu zerfallen. Wir brauchen allerdings meist energiereiche Verbindungen, die wir neu formen müssen oder auch die in der Natur neu geformt werden. Und damit haben wir einen ewigen Wandel. Um das alles zu erfahren und zu verstehen, wie das passiert, darum brauchen wir die Chemie und die Vorlesung hier dazu. Wobei wir hier natürlich anfangen werden mit der Grundfrage, was Chemie ist, ehe wir uns der Einteilung der Stoffe widmen, damit wir einen Überblick kriegen, womit wir es denn überhaupt zu tun haben, wenn wir hier von Chemie reden. Punkt 3 ist eine sehr wichtige Sache, das Periodensystem der Elemente. Das ist quasi das grundlegendste Werkzeug eines Chemikers. Ohne das geht's nicht. Viertens, das ist dann quasi die allergrundwichtigste Annahme und Theorie vom Aufbau. Und zwar über das Atom. Und zwar unter 4.1 das Bohr'sche-Atommodell und unter 4.2 das Orbitalmodell. Und diese Modelle sollen uns eigentlich veranschaulichen, wie die verschiedenen kleinen Elektronen, Ionen etc. zusammenhängen. Also all das, woraus Stoffe dann quasi mikroskopischerweise bestehen. Und wie diese Veränderungen stattfinden, von denen wir hier in der Chemie sprechen und was diese bewirken. Das werden wir in der Vorlesung alles klären. Für die komplexeren Sachen kommen wir natürlich später zu. Also, was ist Chemie? Ja, was jeder erstmal weiß, ist, es ist eine Disziplin der Naturwissenschaften, genau wie Biologie oder Physik. Allerdings, die Chemie befasst sich im Gegensatz zu diesen anderen beiden Disziplinen mit dem Aufbau, den Eigenschaften und der Umwandlung von Stoffen. Hierbei müssen wir Stoffe und Elemente sehr streng voneinander trennen, denn Elemente sind einzelne Atome, welche dieselbe Protonanzahl im Atomkern aufweisen, während Stoffe aus mehreren Elementen bestehen, die auch gleich sein können. Reines Eisen zum Beispiel besteht aus ganz, ganz vielen miteinander verbundenen Eisenatomen. Ein einzelnes Eisenatom ist also ein Element. So ein Klotzeisen, den wir haben, ist ein Stoff in dem Sinne. Und Umwandlung von Elementen sind kein Teilgebiet der Chemie, sondern die Physik, weil ein Element für ein anderes Element ist keine Stoffwandlung in dem Sinne, sondern wandelt quasi die darin befindlichen kleinsten Teilchen um. Und alles, was so Teilchenumwandlung angeht, das ist Teilgebiet der Physik. Kommen wir damit zu zweitens, der Einteilung der Stoffe. Ich habe mir gedacht, das mache ich mal in tabellarischer Form in 4 Stufen. Wir müssen zunächst erstmal feststellen, dass die Stoffe nach den verschiedensten Gesichtspunkten wie Reaktivität, Größe, Farbe und so weiter einteilen lassen. Das hilft uns allerdings grundsätzlich erstmal nicht weiter. Es ist deutlich ratsamer, diese Vielzahl an Stoffe, die wir haben, in Unterkategorien aufzuteilen, denn die Kategorie dieser Stoff ist weiß hilft uns zwar in dem Sinne weiter, dass wir es optisch erkennen, hat aber nicht automatisch die Bedeutung, dass ein anderer Stoff, der weiß ist, ähnlich ist. Nehmen wir zum Beispiel Salz und Papier. Beides sieht erst einmal weiß aus, aber wir wissen beide, alle schon bei diesen beiden Sachen, dass sie unmöglich ähnlich zueinander sind. Also, wie teilen wir nun die chemischen Stoffe ein? Einmal haben wir die Reinstoffe,
Das sind alle die Stoffe, die nur aus einer einzigen chemischen Verbindung stehen. Wir denken jetzt quasi an den vorhin erwähnten Eisenblock, obwohl das meiste Eisen nicht rein ist, aber wenn wir es mal annehmen. Und bei den Reinstoffen gibt es dann die Elemente, die bestehen halt aus ein und demselben Element. Hier ist zum Beispiel Schwefel abgebildet. Das besteht halt wirklich nur aus Schwefelatomen. Reinstoffe können aber auch Verbindungen sein, sofern sie natürlich aus einer derselben chemischen Verbindung bestehen. Das sehen wir in Teil 2. Und chemische Stoffe sind auch Gemische. Das sehen wir dann in Teil 3. Kommen wir zu Teil 2, die Verbindungen. Hier müssen mindestens zwei verschiedene Elemente vorliegen. Da haben wir einmal dann die Gruppe der molekularen Verbindungen. Hier muss immer ein Nichtmetall und ein anderes Nichtmetall vorliegen oder beliebig viele Nichtmetalle. Zum Beispiel Zucker, das ist eine molekulare Verbindung. Das besteht halt aus Molekülen, die nicht Metall sind, sondern halt organisch in dem Fall. In dem Fall Zucker, wenn wir jetzt beim Einfachen bleiben, hat die Formel C6H12O6, besteht also aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Das heißt, wir haben hier eine molekulare Verbindung aus drei verschiedenen Elementen, die aber einen Stoff bildet. Dann haben wir die ionischen Verbindungen. Hier ist die Kombination aus Metall und Nichtmetall. Das sind quasi alle Salze. Das bekannteste ist das Kochsalz Natriumchlorid. Natrium als Metall, Chlorid als Säurerestion ist ein Nichtmetall und zusammen ergibt es halt Natriumchlorid, das Kochsalz. Eine ionische Verbindung. Dann haben wir noch die metallischen Verbindungen, die oftmals auch intermetallische Verbindungen genannt werden. Hier müssen mindestens zwei verschiedene Elemente aus Metall zusammen verbunden sein. Und das sind in der Regel Legierungen wie Nitinol. Das ist eine Legierung, die besteht aus Nickel und Titan. Und das sind halt zwei Stoffe, die quasi einen neuen Stoff formen, in dem Fall sogar zwei Elemente halt, die einen neuen Stoff formen und daher eine intermetallische Verbindung bilden. Dann gibt es noch die Gemische. Das ist ja die zweite große andere Gruppe. Und bei denen müssen mindestens zwei verschiedene chemische Verbindungen vorliegen. Das heißt also nicht chemisch verbundenen Stoffen bzw. Reinstoffe. Da haben wir die homogenen Gemische, aus dem Lateinischen abgeleitet, also gleichartige Gemische. Und die wirken auf den ersten Blick wie Reinstoffe, da sie sich halt nur auf molekularer Ebene mischen. Das heißt, rein optisch sieht es aus, als wäre es ein Stoff, also quasi etwas, was genauso dazugehörend ist. Da gibt es dann nochmal die Gasgemische, die bestehen aus mehreren Gasen. Das bekannteste ist um uns herum und ich verbrauche es gerade, um zu reden und meinen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, und zwar Luft. Hier haben wir gleich ein riesengroßes Gasgemisch. Wir haben hier Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, verschiedene Edelgase, Kohlenmonoxid und so weiter. Und das ist halt ein typisches Gasgemisch. Wir können durchschauen, es ist farblos. Das heißt, wir können es optisch nicht wahrnehmen. Es ist aber kein reiner Stoff oder so, denn es sind halt eine Ansammlung von verschiedensten Elementen. Dann haben wir noch die sogenannten Unreinlegierungen. Die bestehen aus mehreren Metallen, die aber nicht durch Metallbindung zusammenhängen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich die Legierung Bronze. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, das sind zwar dann auf der Oberfläche die verschiedenen Metall Ionen, aber die sind nicht über Metallbindung miteinander verbunden, sondern die haften einfach so quasi da drauf. Und damit ist es eine unreine Legierung, weil sie quasi nicht wirklich gemischt sind, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Aber wir müssen uns vorstellen, das sind halt die verschiedensten Metallionen nebeneinander angeordnet, die nicht miteinander verbunden sind. Das ist allerdings so winzig, dass wir optisch sagen, das sieht ja aus, als wäre es glatt sozusagen, aber in Wahrheit ist es das nicht. Dann haben wir auch noch die Lösungen. Klar, wir hatten jetzt Gase, quasi Feststoffe, was Metalle sind. Dann haben wir auch noch die Flüssigkeiten. Und bei Lösungen sind alles, was in Flüssigkeit gelöste Stoffe sind. Gutes Beispiel ist Leitungswasser. Das sieht halt auf den ersten Blick klar aus, weil es farblos ist. Aber da drin sind halt haufenweise Gase und auch viele Ionen gelöst. Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Sauerstoff, Kohlendioxid, das alles ist in dem Wasser drin. Das heißt, wir haben hier eine richtig hohe Anzahl an verschiedenen Stoffen, die ein Gemisch bilden, und zwar ein homogenes Gemisch. Die heterogenen Gemische machen wir jetzt auf der nächsten Folie. Wenn homogen die gleichartigen sind, muss heterogen die verschiedenartigen sein.
Das heißt, diese lassen sich tatsächlich durch unsere Sinneswahrnehmungen unterscheiden. Da haben wir zum Beispiel Schaum. Das sind gasförmige Bläschen einer Flüssigkeit. Hier habe ich mal das Bier abgebildet. Wir sehen hier sehr gut zwei Phasen, wie der Chemiker sagen würde. Unten die ja, gelblich-orangliche Bierphase und darauf der weiße Schaum. Die beiden sind nicht miteinander gemischt, das heißt, sind heterogen. Eine andere Art von Schaum, den wir nicht trinken sollten, ist der Hartschaum. Das ist immer dann, wenn wir quasi Gas in einem Feststoff haben, genau genommen gasförmige Bläschen in einem Feststoff. Das hier zum Beispiel der Schwamm. An sich ist er ein Feststoff, wir können ihn anfassen, wir können ihn quetschen, aber der hat viele, viele Poren und da drin sind natürlich diverse Gase. Dann haben wir noch Aerosole. Das ist immer dann, wenn ein Stoff in ein Gas ist. Und hier unterscheiden wir zwischen Rauch, da ist ein Feststoff in Gas. Rauch brauchen wir, denke ich, nicht zu erklären. Macht auch Sinn, das sind irgendwelche Festpartikel, die in der Luft rumschweben. Und wir haben Nebel, das sind dann halt keine Feststoffe, die in der Luft rumschweben, sondern Flüssigkeitströpfchen. Dann haben wir Suspension. Das ist ein Feststoff in einer Flüssigkeit, allerdings der sich nicht mischen lässt. Zum Beispiel hier abgebildet ist das Blut. Das ist eine Suspension. Wir können das nicht mischen. Man könnte jetzt auch die verrücktesten Beispiele nehmen. Wir könnten Steine in ein Glas werfen. Wäre auch eine Suspension, weil wir hätten einen Feststoff, der Stein, in einer Flüssigkeit, Wasser, die sich nicht mischen lassen. Dann haben wir noch die Emulsion. Das sind immer dann, wenn mehrere verschiedene Flüssigkeiten zusammengemischt sind, die sich aber selbst untereinander nicht vermischen. Und das ist zum Beispiel Wasser und Öl, die bilden dann verschiedene Phasen, nennt man es aus. Hier sieht man das auch unten dargestellt. Das angefärbte Wasser und oben drüber ist das Öl. Diese beiden mischen sich nicht. Warum das so ist, kommt nebenbei in einer späteren Vorlesung, aber erst einmal, das wissen wir. Und dann haben wir noch zuletzt die Gemenge. Das sind mehrere nicht mischbare Feststoffe. Hier abgebildet sind verschiedene Steinarten. Steine sind ja auch bloß Verbindungen aus Metallen und Salzen. Und die sind auch nicht mischbar. Ja, das wären die wichtigsten. Und damit kommen wir zum wichtigsten Werkzeug des Chemikers, dem Periodensystem der Elemente oder kurz PSE. Ich denke, gesehen hat es jeder schon mal. Und was ist das? Das ist halt eine Übersicht aller bekannten Elemente, die in gewisser Weise logisch angeordnet sind. Und zwar von links nach rechts aufsteigend und von oben nach unten aufsteigend nach ihrer Protonenanzahl. Das heißt, oben links haben wir das mit den geringsten Protonen, Wasserstoff. Unten rechts haben wir dann das mit den höchsten Protonen. Ich glaube, das ist mittlerweile Ununublium, 3 mal U. Und was für uns auch wichtig ist, anhand der Stellung PSE ist es für uns möglich, eine ungefähre Einschätzung ihrer Reaktivität zu geben, ebenso wie ihrer physischer und chemischer Eigenschaften. Das heißt, allein wenn wir ein Element irgendwo in diesem PSE finden, und das müssen wir, solange das ein bekanntes Element ist, die auf der Erde sollten aber mittlerweile alle bekannt sein, und uns mit dem PSE auskennen, können wir direkt Aussagen darüber treffen, wie sich das wohl verhalten wird. Wichtig sind dabei die Spalten. Die werden Hauptgruppen und Nebengruppen bezeichnet. Und zwar Spalte 1, 2 sind Hauptgruppen, dann kommen 12 Nebengruppen. Und wenn wir so wollten, hätten wir 8 Hauptgruppen und quasi dann die anderen 12 Nebengruppen, 10 Nebengruppen. Und zusammen hätten wir also 18 Gruppen. In den 9, wie hier abgebildet, sagt man, es sind 18 Gruppen. In den Altsystemen sagt man, wir haben 8 Haupt- und 10 Nebengruppen. Wichtig ist, die Hauptgruppe gibt die Anzahl an Außenelektronen, die auch Valenzelektronen genannt werden, an. Das sehen wir vielleicht beim Thema Atom. Und daher ist das ein guter Indikator für die Art des Elements, denn gleichartige Elemente reagieren gleichartig. Das heißt, finden wir etwas in einer Spalte, wird sich das, was darunter oder darüber in der Spalte ist, sich ähnlich verhalten. Die erste Hauptgruppe werden Alkalimetalle genannt. Die zweite sind die Erdalkalimetalle. Können wir uns merken, links sind die Sachen, die basisch sind oder auch anders ausgedrückt alkalisch. Rechts gehen wir immer in den säuren Bereich, das heißt, so lässt sich das Alkali vielleicht gut merken. Das dritte ist die Bohrgruppe, die wurde mal umbenannt, waren früher die Erdmetalle. Die vierte Gruppe ist die Kohlenstoff-Silizium-Gruppe.
Die fünfte ist Stickstoff-Phosphor-Gruppe. Ihr merkt, da ist dann nur langsam die Kreativität ausgegangen. Man hat einfach die ersten beiden genommen, die man da gefunden hat. Das sechste sind die Chalokene. Siebtens sind die Halogene. Und das achtens sind die Edelgase, die eine ganz besondere Stellung haben, denn die reagieren nicht. Ja, um die Spalten haben wir uns gekümmert, aber das Periodensystem ist ja wie eine Tabelle aufgebaut. Das heißt, es gibt auch Zeilen. Und diese Zeilen werden Perioden genannt und geben an, wie viele Schalen bzw. Orbitale das jeweilige Element aufweist. Was das ist, komme ich gleich drauf. Ich verwende das jetzt beides mal synonym, ist aber eigentlich nicht das gleiche, weil es zu den verschiedenen Atommodellen gehört und verschiedene Sachen beschreibt. Nehmen wir zum Beispiel Wasserstoff, das spricht unser Nummer 1 im PSE. Das hat die erste Hauptgruppe und die erste Periode. Und jedes Element hat ein Symbol, welches oben rechts abgebildet ist. Wasserstoff ist H. Dann haben wir die Ordnungszahl als eine fortlaufende Nummer. Die steht oben links. Und dann gibt es auch noch die Elektronenkonfiguration. Und die gibt quasi die Verteilung der Elektronen den einzelnen Orbitalen an und hat was damit zu tun, wie ein Element reagiert, ob es eher Elektronen aufnimmt oder abgibt zum Beispiel. Wird dann im Bereich der organischen Chemie besonders wichtig. Ist jetzt für die Vorlesung eher nicht so wichtig, aber trotzdem sollte man es schon mal gehört haben. Ja, aufgrund dieser logischen Anordnung der Elemente können wir auch Trends bestimmen. Und zwar nehmen wir erstmal den Atomradius, also quasi der Radius des Atoms. Der nimmt von links nach rechts ab. Und die Logik dann ist die Protonenanzahl. Und damit die Anziehung der Elektronen nimmt zu. Und von oben nach unten nimmt er zu, da neue Schalenorbitale hinzukommen. Und das Atommodell betrachtet zu haben, ist halt schwer zu verstehen. Im Kern haben wir positiv geladene Protonen. Und drumherum befinden sich auf Schalen oder Orbitalen Elektronen. Und die sind negativ geladen. Jetzt kann man sich vorstellen, umso mehr Schalen das hat, umso mehr Platz braucht quasi das Atom. Das heißt, da die Schalen von oben nach unten zunehmen im Periodensystem, brauchen die mehr Platz. Von links nach rechts nimmt der Radius hingegen ab, denn der positiv geladene Kern wird quasi immer positiver und zieht die Elektronen mehr an. Die metallischen Eigenschaften nehmen von links nach rechts und von unten nach oben ab. Das heißt, Metalle haben wir hauptsächlich oben links. Die Reaktionsfreudigkeit, auch eine sehr wichtige Kerngröße, die regelt ja quasi, ob ein Element an Reaktion teilnimmt. Die nimmt zur Mitte hin ab. Ausnahme sind die Edelgase, also Hauptgruppe 8, welche keine Reaktion eingehen. Das heißt, die reaktivsten Sachen finden wir in der ersten und siebten Hauptgruppe. Danach immer noch relativ reaktiv die zweite und sechste Hauptgruppe. Die dritte und fünfte reagiert auch ab und an mal. Die acht reagiert gar nicht. Und die vierte reagiert mal so. Das ist da wirklich schwerer zu betrachten. Die Radioaktivität nimmt von oben nach unten und von links nach rechts zu. Sprich, das Radioaktivste ist ganz unten rechts. Hat mit folgender Sache zu tun. Normalerweise ist Anzahl Protonen und Elektronen gleich. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die ohne Ladung ist, die Neutronen. Die Anzahl der Neutronen ist meistens, bei kleinen Mengen stimmt das, wie die Protonen. Allerdings, umso größer die Elemente werden, also so höher die Ordnungszahl der Elemente ist, desto mehr Neutronen passen in den Kern. Und das führt dazu, dass diese Atome zerfallen können in welche mit niedriger Neutronenanzahl. Und diese frei werdenden Neutronen sind Ursache für Radioaktivität und radioaktive Strahlung. Jetzt können wir uns vorstellen natürlich, umso mehr Neutronen so ein Ding hat, umso eher ist mal die Wahrscheinlichkeit, dass es mal zerfällt. Gut, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen, dem Atom, damit wir das mal ein bisschen verstehen. Elemente entsprechen gleichartigen Atomen, das hatten wir schon mal gesagt. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ein Atom ist, das ist halt eine Ansammlung von Protonen, Neutronen und Elektronen. Für die Leute, die Quantenphysik gemacht haben, nein, wir bleiben jetzt bitte in der Chemie, wir lassen mal solche Sachen wie Gluon, Positron, Teron weg, etc. Ja, wir bleiben bei den chemischen Grundlagen, das reicht, die anderen haben mit der Chemie wenig zu tun. Die Ordnungszahl
also die oben links im PSE immer angegeben ist, gibt die Anzahl der Protonen an, welche sich im Atomkern befinden. Hier habe ich ja mein Natrium. Wir sehen, die Ordnungszahl ist 11 und im Kern habe ich 11 Protonen dargestellt, abgekürzt mit P+, wegen ihrer positiven Ladung. Die Massenanzahl, die findet man unter der Ordnungszahl, gibt die Masse des Atoms an. Okay, gut, nehmen wir jetzt erstmal hin. Jetzt wird es interessant. Die Masseanzahl entspricht nämlich der Summe aller Protonen plus Neutronen plus Elektronen. Wobei vereinfacht gesagt wird, dass Protonen und Neutronen jeweils eine Masse von 1 Gramm pro Mol haben, das ist eine chemische Maßeinheit, während die Masse der Elektronen mit 0 vernachlässigt wird. Das heißt hier Natrium mit Masse 23 und 11 Protonen. Okay, wissen wir schon mal Bescheid. Denn wir haben jetzt 11 Protonen, das heißt schon mal ein Gewicht von 11. Allerdings haben wir eine Masse von 23, das heißt, es fehlt noch ein Gewicht von 12 Gramm pro Mol und die werden durch die Neutronen geliefert. Das heißt, damit können wir jetzt ausrechnen, dass Natrium 12 Neutronen haben muss, indem wir sagen, 23 Gramm pro Mol minus 11 Gramm pro Mol, die die Protonen quasi verursachen, ergibt 12 Gramm pro Mol gleich 12 Protonen. Neutronen, Verzeihung. Der Atomkern wird von den Protonen und Neutronen gebildet, die sind da drin. Und obwohl sie positiv geladen sind und gleiche Ladung sich ja normalerweise abstößt, gibt es hier eine Ausnahme. Und zwar eine der vier Urkräfte des Universums ist die sogenannte starke Kernkraft. Und die überwindet diesen Abstoßungseffekt der elektrischen Ladungen, weil sie deutlich stärker ist und führt quasi zu einem Zusammenhalt. Und deswegen bleibt der Kern wirklich fest zusammen und ist kaum trennbar. Weshalb man auch für eine Kernspaltung sehr viel Energie benötigt. Grundsätzlich gilt, jedes Atom ist neutral geladen. Das bedeutet also, es muss immer so viele negativ geladene Elektronen wie positiv geladene Protonen geben. Die Elektronen befinden sich nicht im Kern, sondern um diesen herum in einer Art Atomhülle, zumindest hier im Bohrschen Atommodell. Dann werden die anhand von Schalen dargestellt, auf denen sich die Elektronen um eine Art Kreisbahn um dieses herum bewegen. Habe ich hier mal dargestellt. Wir sehen das gerade, die roten Punkte. Damit kommen wir auch drüber zum Bohrschen Atommodell. Jedes Atommodell beschreibt es oder versucht es, den Aufbau eines Atoms schematisch zu beschreiben, weil wir es sehr schlecht sehen können. Und die sind wichtig für das grundsätzliche Verständnis, da sie nur eine Momentaufnahme darstellen. Im Bohrschen Atommodell, was ich hier für Natrium immer noch abgebildet habe, befinden sich alle Neutronen und Protonen vereint im Atomkern. Bis zur vierten Periode kann man also quasi der vierten Zeile im PSE ist das Bohrsche Atommodell ziemlich genau, kann man problemlos verwenden. Ab der vierten Periode sollte man überlegen, ob man vielleicht lieber auf das Orbitalmodell wechselt, weil ab da ist das Bohrsche Atommodell ein bisschen veraltet. In diesem Modell jedenfalls bewegen sich die Elektronen in kreisförmigen Bahnen, welche Schalen genannt werden, um den zentralen Atomkern herum. Und die werden von innen nach außen fortlaufend nummeriert. Kurzzeitig für eine Schale ist n, das heißt die erste Schale ist n1, die zweite ist n2, die dritte ist n3. Beim Bohrschen Atommodell gilt, und das ist auch der Grund, warum es ab der vierten Periode nicht mehr so zuverlässig ist, dass eine Schale bis zu 2 Elektronen aufnehmen kann und jede weitere Schale bis zu 8 Elektronen. Wir haben hier Natrium mit 11 Elektronen, wissen wir, hat 11 Protonen, muss neutral sein, also auch 11 Elektronen haben. Die erste Schale passen nur 2 Elektronen rein. Das heißt, wir haben noch 9 weitere, die woanders sich befinden müssen. Dazu haben wir eine zweite Schale. In dieser passen 8 Elektronen rein. Wir können sie also komplett füllen und haben dann noch ein einziges Elektron über. Und dieses muss dann in eine dritte Schale gelegt werden. Quasi können wir mit anhand des kleinen Zeichens vom PSE, was ich da ausgeschnitten habe, dieses gesamte Modell hier zeichnen. Wichtig ist allerdings, und das gilt für beide Modelle, die Anzahl der Elektronen auf der äußersten Schale, hier werden sie Außenelektronen genannt, und diese sind immer identisch mit der Hauptgruppe. Natrium zum Beispiel hat in der äußersten Schale ein Elektron, also ein Außenelektron, und muss in der ersten Hauptgruppe zu finden sein, und dem ist natürlich auch so. Und die sind ein sehr wichtiges Merkmal, denn die ganze Reaktivität eines Atoms, okay, das stimmt nicht, ich nehme es zurück, 95% der Reaktivität eines Atoms werden durch die Anzahl der Außenelektronen bestimmt. Der Rest macht so ein bisschen die Masse und die Konformation, aber das ist schon weiterführend.
Interessant ist auch, dass die Anzahl der Schalen immer der Periode entspricht. Natrium zum Beispiel hat 3 Schalen und ist in der dritten Periode. Wir können also anhand der Stellung PSE den kompletten Aufbau ablesen. Wir sehen darin, wie viele Schalen es gibt, wie viele Außenelektronen und logischerweise dann auch, wie reaktiv das Element sein wird. Also die wichtigsten Angaben können wir quasi einfach ablesen. Machen wir dazu eine kleine Übung, denn was sich übt, festigt sich. Ich habe hier ein paar Ausschnitte aus dem PSE getan und die Aufgabe ist, dass für diese Elemente, die ich hier ausgeschnitten habe, die Anzahl der Außenelektronen bestimmt werden soll, genauso wie die Anzahl der Schalen anhand der Stellung PSE. Und es soll, wie ich das gerade gemacht habe, das Atom anhand des Bohrschen Atommodells dargestellt werden. Das PSE könnt ihr gerne zur Hilfe nehmen, braucht ihr aber zwingend nicht, dafür habe ich es ausgeschnitten. Ich wünsche euch viel Erfolg und pausiert am besten das Video, ich springe zur Lösung. Okay, kommen wir damit zur Lösung. Als erstes hatten wir Wasserstoff, das ist also das Einfachste. Es hat eine Schale, da es in der ersten Periode steht, und ein Außenelektron, weil es in der ersten Hauptgruppe steht. Sehr einfach zu zeichnen. Als zweites hatten wir Neon, eins der Edelgase. Es hat 8 Außenelektronen, weil es in der achten Hauptgruppe steht, und 2 Schalen, da es in der zweiten Periode steht. Ordnungszahl 10, das heißt 10 Protonen und auch 10 Elektronen, geht ziemlich gut auf. Dann hatten wir bei C Magnesium, steht in der zweiten Hauptgruppe, muss also 2 Außenelektronen haben. Diese müssen sich auf der dritten Schale befinden, denn es ist in der dritten Periode. Es muss 12 Protonen haben, das kommt auch hin. Ja, und die restlichen Elektronen werden von innen nach außen verteilt. Erste Schale mit 2, zweite Schale mit 8 Elektronen. Dann hatten wir Chlor, Nummer 17, also 17 Protonen. Es hat 7 Außenelektronen, da es in der 7. Hauptgruppe steht. Und diese müssen sich auf der dritten Schale befinden, da es in der dritten Periode steht. Die restlichen Elektronen befinden sich in den inneren Schalen. Okay, das war's eigentlich schon. Kommen wir damit zum zweiten Atommodell, das ich vorstellen möchte, den Orbitalmodell. Und den großen Gegensatz zum Bohrschen Atommodell, das nur bis zur vierten Periode Gültigkeit hat oder genau genug ist, würde ich mal sagen, kann man das Orbitalmodell immer einsetzen. Es führt zu den gleichen Ergebnissen wie das Bohrsche Atommodell, das müssen wir mal direkt sagen, also falsch für die praktische Anwendung kann man nicht behaupten. Allerdings ist ein Punkt der Elektronen deutlich genauer und für das Verständnis komplexer Reaktionen erforderlich. Da funktioniert das Bohrsche Atommodell leider nicht mehr. Grundsätzlich ist ja auch dasselbe Prinzip. Es gibt einen Kern, in dem befinden sich die Protonen und Neutronen, genau wie im Bohrschen Atommodell. Und es gibt auch Außenelektronen. Die hier werden allerdings als Valenzelektronen bezeichnet, da sie ein bisschen anders sich verhalten. Denn man nimmt in diesem Modell nicht an, dass sich die Elektronen auf irgendwelchen idealen Kreisbahnen, die Schalen genannt werden, verteilen, sondern man geht davon aus, dass sie sich in Orbitalen aufhalten, welche in ihrer Gesamtheit eine Art Elektronenkonfiguration bilden, die auch Elektronenwolke genannt wird, ähnlich einer Atomhülle. Es ist also eher ein dreidimensionales Modell, wie man hier auch schon unten dargestellt sieht. Die Frage ist schon mal, was ist ein Orbital? Das hast du es ein bisschen kompliziert definiert, macht die Sache etwas, ja, unangenehm. Es ist definiert als ein Ort oder ein Raum, in dem sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von über 90% ein Elektron aufhalten wird. Warum formuliert man das so? Während das Bohr-Atommodell genau sagt, da ist ein Elektron, jetzt in diesem Moment, wo ich es zeichne, ist das da? Da sagt man hier, Moment mal, wir können es doch gar nicht sehen. Wir können halt nur mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit bestimmen, wo es ist. Weil in dem Moment, wo wir es bestimmt haben, hat es sich ja schon wieder bewegt. Weil die Elektronen sind nicht irgendwie fest verankert, sondern sie tun sich quasi frei bewegen. Das habe ich gerade gesagt. Deswegen genau keine genaue Zeit, genauer Ort wegen der Bewegung. Allerdings, um Ort und Zustand der Orbitale genau zu beschreiben, wurden sogenannte Quantenzahlen eingeführt. Bitte jetzt nicht abschrecken lassen, ich erkläre die, dann wird es einfacher. Wir fangen mit der Hauptquantenzahl n an. N, das kennen wir schon aus dem Bohrschen Atommodell und das ist auch ziemlich gut. Es entspricht nämlich auch den Schalen des Bohrschen Atommodells und damit der Periode im PSE und gibt die Energieniveaus an. Dann haben wir die Nebenquantenzahl L, die entspricht allen Werten von n minus 1 und stellt Unterschalen bzw. Orbitalformen an sich dar. Zum Beispiel die Nebenquantenzahl L gleich 0 hat den Orbitalnamen S kurz bekommen für Sharp und hat eine kugelförmige Form, wie wir dargestellt sehen.
Nebenquantenzahl 1 ist P für Principal, Hantelförmig. L gleich 2 ist D für Diffuse, ist wie eine gekreuzte Doppelhantel. Ab dann wird es zeichnerisch ein bisschen komplex. L ist gleich 3 für Fundamental, F, und ist rosettenförmig. Und L ist gleich 4, wird G genannt und die Form ist dort noch unbekannt. Dann 5 wird mit H abgekürzt und ist auch unbekannt. Dann gibt es noch die Magnetquantenzahl, kurz ML. Die entspricht all den Werten von L, und zwar im positiven und negativen Bereich. Also minus L, minus L, minus 1, 0 L, minus 1 L. Klingt jetzt mathematisch kompliziert. Einfach ausgedrückt, nehmt alle Werte, die ihr für L habt, tut das Negative und das Positive dazu bieten. Habt ihr L zum Beispiel 2, habt ihr dann minus 2 bis 2 alle Zahlen, also minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. Und sie gibt halt an, wie viele Orbitale mit der Form von L vorhanden sind. Dann gibt es noch die magnetische Spinquantenzahl MS und die gibt an, wie sich die Elektronen auf die Orbitale verteilen, wobei jedes Orbital höchstens zwei Elektronen fassen kann, also ein Elektronenpaar. Und das entspricht eigentlich der Aufteilung wie im Bohrschen Atommodell. Für die höchste Hauptquantenzahl gilt dabei allerdings die zweite Hundsche Regel, und zwar, dass jedes Orbital wird nur mit einem einzelnen Elektron befüllt, und erst wenn diese Orbitale alle schon ein Elektron haben, werden die übrigen Elektronen auf die zweite Stelle verteilt. Ich weiß, klingt immer noch kompliziert, glaub mir, es wird deutlicher. Erstmal, was der Name Spin ist, der leitet sich davon ab, dass die Elektronen ein Orbital sich gegenseitig ausrichten, was Sinn macht, sie stoßen sich elektrisch ab. Und sie haben damit einen verschiedenen Spin. Eins zeigt in eine Richtung, das andere in die entgegengesetzte. Sprich, hast du eins im Norden, ist das andere gerade im Süden. Der Begriff Orbital ist, wie ich schon zugegeben habe, etwas verwirrend. Wenn man es vereinfacht sagen will, ist das halt der Ort, wo sich maximal zwei Elektronen mit hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Gleichzeitig wird er aber auch zur Beschreibung von Formen verwendet, wie dem s-Orbital oder d-Orbital. Und daher gilt der reine Begriff Orbital gilt immer für zwei Elektronen. Kombiniert man allerdings Orbital, also Orbital mit einer Form wie dem d-Orbital, dann redet man eigentlich gar nicht mehr von Elektronen, sondern Ansammlung von gleichförmigen Orbitalen mit gleichem Energieniveau. Beispielsweise besteht ein d-Orbital aus fünf gleichartigen Orbitalen, kann also insgesamt 10 Elektronen fassen. Ich mache dazu eine Ad-hoc-Übung, weil dies doch recht komplex ist. Ich mache die jetzt auch sehr ausführlich. Wenn ihr eine Aufgabe lösen wollt, um es wirklich gut zu lernen, rate ich euch, das auch so zu machen. Ich stelle da noch eine verkürzte Variante dar, die ist, um den Hintergrund zu lernen, nicht so hilfreich, aber man kommt damit deutlich schneller zum Ziel. Aufgabe ist erstmal, stelle die Orbitale des Natriums in Strichform oder vereinfachten Form dar, gehe dabei auf die verschiedenen Quantenzahlen ein. Okay, die Hauptquantenzahl n entspricht der Periode, also 3. Dann haben wir L. Sie entspricht allen n minus 1, von 0 abgezählt, das heißt 0, 1, 2. Denn n 3 minus 1 ergibt 2, macht 0, 1, 2. Die Magnetquantenzahl ML entspricht allen Ls von minus L bis plus L. Wir haben L bis plus 2, das heißt, die Magnetquantenzahl muss bis minus 2 gehen, dazwischen alle ganzen Zahlen. Minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. Damit haben wir schon mal die wichtigsten Quantenzahlen, fehlen nur noch die Spinquantenzahl und die ergibt sich ziemlich von alleine. Jetzt müssen wir daraus logische Schlussfolgerungen ableiten. Aus n ist gleich 3 leiten wir ab, es muss drei Hauptschalen geben. Die entsprechen den Schalen des Bohrschen Atommodells, das heißt, vereinfacht gesagt, es hat drei Schalen. L ist gleich 0 heißt, es gibt maximal 3 s-Orbitale, das heißt Form. N regelt quasi, wie viele es gibt, und L regelt die Form. L 0 heißt, wir haben s-Orbitale und maximal 3, weil n gleich 3. Wir haben auch L1, das heißt, es muss auch p-Orbitale geben, und zwar maximal 2. L ist gleich 2 heißt, es gibt maximal ein d-Orbital.
ML von minus 2 bis plus 2 heißt, das höchste Orbital, also d, besteht aus 5 gleichartigen Orbitalen. Nun gilt, dass die Orbitale von innen nach außen gefüllt werden, mit jeweils 2 Elektronen, wobei vom kernnächsten zum am weitesten entfernten befüllt wird. Das heißt, wir gehen jetzt immer die Reihenfolge der Nummern ab. Erstmal immer Nummer 1, dann Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und so weiter. Und dann nach immer S, P, D und so weiter. In unserem Fall fangen wir also an mit 1s. Das fängt man eigentlich immer an. Wir müssen dabei bedenken, dass jedes dieser Orbitale, und hier ist 1s ist ein Orbital, 2s ist ein Orbital, 2p ist ein Orbital und so weiter, Platz für 2 Elektronen bietet, wo sich folglich daraus folgende Tabelle ergibt. S besteht aus 1 Orbital, hat also Platz für 2 Elektronen. P hat 3 Orbitale, hat also Platz für 6 Elektronen. D hat 5 Orbitale, hat also Platz für 10 Elektronen. F hätte 7, wäre 14. G hätte 9, wäre 18. Für unsere Orbitale, die wir da haben, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, bei 11 Elektronen, ergibt sich dann logischerweise, dass wir sie folgendermaßen teilen müssen. Dargestellt wird sowas mit einem weißen Kästchenorbital. Pfeil nach oben ist das erste Elektron mit Kernspin oben quasi. Nach unten ist das zweite Elektron mit Kernspin unten. So, wir müssen jetzt von oben nach unten die Orbitale erstmal füllen. Das heißt, ins erste geben wir eigentlich erstmal ein Elektron ein. In 2s geben wir auch noch eins nach oben. Dann in die jeweils drei Orbitale, die 2p hat, geben wir eins nach oben. Und in das 3s, was wir haben, geben wir auch nach oben. Die restlichen werden mit nach unten befüllt, von innen nach außen. Das heißt, wir haben jetzt 11 Elektronen so verteilt. Die Elektronen des letzten befüllten Orbitals 3s entsprechen damit auch den Valenzelektronen und damit der Hauptgruppe. Und zwar 1 in dem Fall. D wird hier gar nicht gebraucht, wird nicht aufgefüllt. Okay, vereinfacht mal für Schwefel. Wie gesagt, das ist die Variante für die, die zur Lösung kommen wollen. Die andere war, um es zu verstehen. Weil hier spart man sich quasi alle mühsamen Überlegungen bzw. Berechnungen, indem man direkt die Stellung aus dem PSE ausnutzen, wie wir das gerne machen als Chemiker. Was wissen wir? Wir wissen, dass S in der dritten Periode steht, Schwefel. Also die höchsten Orbitale im Dreierbereich liegen müssen, da dritte Periode. Somit können wir alle kleineren Orbitale direkt füllen. Das heißt, alle Orbitale, die kleiner 3 sind, werden direkt gefüllt. Kleiner ist 1s, 2s und 2p. Danach käme ja 3s. Okay, da wären wir raus, weil immer die Reihenfolge ja sein muss s, p, d. Okay, alle gefüllt, haben wir 10 Elektronen schon mal verteilt. So, jetzt nehmen wir einen kleinen Trick bezüglich der horizontalen Stellung, quasi also der Periode. Und zwar steht ein Element in einer Nebengruppe oder in der Lanthan- bzw. Aktinreihe, das sind die weiter unten, oder in der Hauptgruppe 1 bis 2 ist das höchste Orbital S, ansonsten immer P. Einfacher ausgedrückt, nur die Hauptgruppen 3 bis 6 haben als höchstes Orbital P. Schwefel steht in der sechsten Hauptgruppe, das heißt also, das höchste Orbital muss P sein und wir wissen, es hat 3 Schalen, also muss das höchste Orbital 3 wegen 3 Schalen und P wegen der Stellung in der sechsten Hauptgruppe, das heißt innerhalb der dritten bis sechsten Hauptgruppe sein. 10 Elektronen haben wir bereits verteilt, das heißt wir haben noch 6 weitere zum Verteilen, wobei jedes Orbital eines erhält, dann erst werden die Orbitale aufgefüllt. So, wir haben jetzt gesagt, wir müssen auf jeden Fall bis 3p gehen, das heißt wir haben 3s und 3p hinzugefügt mit Platz für insgesamt 8 Elektronen. Jetzt füllen wir die von innen nach außen auf, da haben wir es. Überprüfen wir es nochmal, haben wir 3 Schalen, weil wir 3 Orbitale quasi, also in Zahlen ausgedrückt haben, ja, haben wir. Schwefel ist 6. Hauptgruppe, das heißt im letzten Orbital müssen 6 Elektronen sein, das letzte Orbital ist 3p mit
quasi drei Bereichen für jeweils zwei Elektronen. Und da stehen vier Elektronen drinne, müssen aber auch noch das aus 3s nehmen, weil jetzt werden ja immer die Nummern zusammengerechnet. Da sind zwei weitere drinne, macht insgesamt 6 Elektronen. Stimmt also. Ja, jetzt sollt ihr das mal bitte üben, weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Orientiert euch gedanklich gerne am Bohrschen Atommodell, dann könnt ihr auf das Orbitalmodell auch eher umswitchen, denke ich. Sollen natürlich folgende Aufgaben gelöst werden, diesmal bitte mit PSE. Und jedem der folgenden Stoffe soll die passende Stoffart und Klasse zugewiesen werden. Bei zweitens soll für folgende Elemente angegeben werden, wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen sie besitzen. Und drittens, was ist ein Orbital? Viertens, alle Quantenzahlen nennen und sie kurzerhand des Elements Kalium erläutern. Und fünftens, quasi die Sachen hier in verkürzter Orbitalschreibweise darstellen. Bitte beachten, dass die Nebenkomponenten der Regel zwei Valenzelektronen in einem S-Orbital haben. Das ist deren Besonderheit. Am besten ihr pausiert wieder und ich springe natürlich zur Lösung. Okay, kommen wir zuerstens. Jeden der folgenden Stoffe sollte Stoffart bzw. Klasse zugewiesen werden. An der farblichen Markierung seht ihr schon, dass ich da schon was gemacht habe. Natrium ist natürlich ein Element. Wir finden es in PSE, alles was in PSE steht, ist ein Element nach Definition. Natriumchlorid besteht aus Metall- und Säurerestion bzw. Metall- und Nichtmetall, ist also eine ionische Verbindung. Natriumcarbonat ist dasselbe. Metall-Natrium, Nicht-Ionen-Kohlenstoff, Nicht-Metall-Sauerstoff muss ionisch sein. Reines destilliertes Wasser, das heißt ohne Gase etc. darin gelöst, wirklich reines H2O, ist eine molekulare Verbindung. Leitungswasser, H2O, ist eine Lösung, denn da sind ja haufenweise Sachen drin gelöst. Gefrorenes reines Wasser ist eine molekulare Verbindung. Ja, das hätte man drauf reinfallen können, weil es Feststoff ist, aber nein. Argon ist ein Element, und zwar eins unserer Edelgase. Brot ist quasi Hartschaum. Wir haben ja einen Teig, da ist eigentlich nicht viel Luft drin, aber da sind dann Hefe drin zum Beispiel oder andere Gärungsmittel. Und wenn wir es erhitzen, quillt es auf und dabei entstehen gefüllte Lufträume, die es eigentlich erst richtig weich machen. Das heißt, wir haben Feststoff und da drinnen irgendwelche Gasbläschen, also Hartschaum. Luft, das hatten wir vorhin schon in der Übung angesprochen, ist ein Gasgemisch. Wir haben halt sehr viele verschiedene Sachen um uns herum. Eine Aschewolke besteht aus Rauch, weil es sind Festteile, die in der Luft gelöst sind. Und zwar so, dass sie sich nicht mischen. Reine Bronze ist eine intermetallische Verbindung. Ja, damit sind wir hier schon durch. Zweitens, gebe für folgende Elemente an, wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen sie besitzen. Das ließ sich hieran allgemein schon mal gut lösen. Denn Ordnungszahl und Massenzahl genügen uns. Denn wir wissen, die Ordnungszahlen, die Protonenzahlen müssen gleich sein. Macht 2. Wir wissen, Neutronen ergeben sich, indem wir von der Massenzahl die Protonenanzahl abziehen. 4 minus 2 ist 2. Und Elektronen müssen immer den Protonen entsprechen. Macht 2. Gut, das können wir jetzt für alle so weiterführen. 5 Protonen, der Ordnungszahl 5. Neutronen ist 11 minus 5 macht 6. Elektronen ist immer Anzahl Protonen. Das lasse ich jetzt auch bei den folgenden weg mit Protonen und Elektronen, das denke ich jetzt klar. 17 Protonen, da Ordnungszahl 17. Die Neutronen kriegen wir raus aus 35 minus 17 macht 18 und Elektronen 17. Für Kalium hat die Ordnungszahl 19, es müssen also 19 Protonen sein. Massezahl 39 minus 19 macht 20 Neutronen, Elektronen siehe Protonen. Titan hat die Ordnungszahl 22 und daher auch so viele Protonen. Muss aber 27 Neutronen haben, damit wir auf die Massenzahl kommen. Und die Elektronen sind 22. Eisen hat 26 Protonen, 30 Neutronen und 26 Elektronen. Zink hat 30 Protonen, 35 Neutronen und 30 Elektronen. Und Zerillium oder Zertium hat 58 Protonen, 82 Neutronen und
58 Elektronen. Und ja, das ist typisch halt für Cer. Damit sind wir jetzt auch durch. Jetzt kommen die Aufgaben, wo man doch denken musste, und zwar die Frage, was ein Orbital ist. Das erstmal relativ kurz beantwortet mit, ist ein Bereich oder ein Raum, wo ein Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit größer 90% auftaucht, also lokalisiert ist. Vierens zwar, dass man jetzt alle Quantenzahlen nennen und kurz erläutern sollte anhand von Kalium, hier rechts abgebildet. Hauptquantenzahl n entspricht der Periode und gibt an, wie viele Energieniveaus vorhanden sind. Bei Kalium ist n gleich 4, da 4 die Periode und damit 4 Energieniveaus vorhanden. Dem Quantenzahl l ist immer alle n minus 1 und gibt an, welche Orbitale, also die Form, vorhanden sind. Bei Kalium haben wir hier 0, 1, 2, 3, damit s, p, d und f Orbitale. Können vorhanden sein, müssen aber nicht. Dann haben die Magnetquantenzahl ml. Sie entspricht allen positiven und negativen L und geben an, wie viele Orbitale der jeweiligen Art vorhanden sein können. Bei Kalium ist ml minus 3 bis plus 3 quasi gesagt. Und das größte ist das F-Orbital, das aus maximal 7 Orbitalen besteht. Fünftens. Stelle folgende Elemente in verkürzter Orbitalschreibweise dar. Beachte dabei, dass die Nebenkrummelemente in der Regel zwei Valenzelektronen in einem S-Orbital haben. Ja, hier hatte ich Magnesium gegeben, dritte Periode, zweite Hauptgruppe. Wir wissen also, dritte Periode, alle Orbitale, die davor sind, können wir vollfüllen, sprich R1s, 2s und 2p füllen wir komplett auf. Jetzt müssen wir nach der Hauptgruppe schauen. Zweite Hauptgruppe heißt, das höchste Orbital ist 3s und da passen zwei Elektronen rein. Geht gut auf. Dann hatten wir Phosphor, dritte Periode. Wir wissen also, alles, was 1, erste und zweite Orbitale sind, können wir füllen, sprich 1s, 2s, 2p. Aus der fünften Hauptgruppe wissen wir, dass das höchste Orbital ein p sein muss und natürlich da dritte Periode 3p. Und wir haben jetzt schon 10 Elektronen verteilt, haben aber noch 5 zu verteilen, der fünfte Hauptgruppe. Legen also in 3s und in den 3 von 3p jeweils ein Elektron ab, haben dann noch eins über, das in 3s reinkommt. Und damit haben wir jetzt diese Ausrichtung hier. Dann hatten wir Titan. Das steht in der vierten Periode. Theoretisch heißt das, wir müssten alle dritten füllen, aber es ist ja ein Nebenkrummelement. Das heißt, die zwei Valenzelektronen befinden sich in einem s-Orbital. Das heißt, 3d dürfen wir noch nicht komplett füllen. Das war jetzt der Trick dabei. Allerdings, die anderen Dreier und Zweier können wir füllen, sprich 1s, 2s. 2p, 3s und 3p haben wir komplett aufgefüllt und damit schon 12, 13, 14, 15, 17, 20, glaube ich, Elektronen verbraucht. Ne, 18 sind es. Nochmal nachzählt, 18 verbraucht. Wir wissen, dass durch meinen Hinweis, dass die Valenzelektronen im S-Orbital gefüllt sein müssen, im 4s, packen also da die zwei rein. Dann verbleiben noch zwei Elektronen und die sind im 3D, in den 3D-Orbital zu finden. Dann haben wir noch Krypton, vierte Periode, das heißt alle Dreierorbitale, also alle inklusive der Dreier sind gefüllt, sprich 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Und jetzt müssen wir uns der Hauptgruppe widmen für die Viererorbitale. Wir wissen, der achten Hauptgruppe, das heißt, es hat s und p-Orbital noch. Und zwar, da es 8 Außenelektronen hat, können wir diese komplett füllen. Ja. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war interessant. Ich habe damit jetzt den wichtigsten Einstieg geschaffen. Alles Weitere sehen wir in der folgenden Vorlesung. Ich hoffe, ich höre euch da wieder. Über Kritik, gute Bewertung und einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Hilft mir auch sehr viel weiter. Ich verabschiede mich jetzt in ein schönes Wochenende. Tschüss!